Vertrauen ist der Anfang von allem. Zum Glück kann ich meiner besten Freundin vertrauen. Vertrauen ist eine wichtige Kompetenz und die Grundlage für Beziehungen. Wer sich selbst und anderen Vertrauen schenken kann, hat mehr Energie und Zeit, lebt oft glücklicher und erzielt ein höheres Einkommen. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Vertrauen. Warum schauen wir uns nicht einfach mal an, was die Schüler von dem Thema Vertrauen denken? Kommt ihr jetzt mal? Ja! So, Leute, guck mal, das T-Shirt, die können vielleicht fragen. Entschuldigung, Tisha? Wir stellen in der Schule generell eine Frage über das Thema Vertrauen. Können wir dir vielleicht eins verstellen? Natürlich. Wusstest du, dass Menschen dazu neigen, anderen Menschen eher zu vertrauen, wenn sie sich für etwas entschuldigen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Entschuldige für die Störung. Ich habe mein Essenschip zu Hause vergessen und wollte fragen, ob du mit einleihen kannst. Ich würde sie auf jeden Fall zurückzahlen und würde dich auf ein Eis einladen. Nur wenn du mir versprichst, dass es mir morgen wieder gibt. Natürlich. Deinen Mitschülern scheinst du also zu vertrauen? Sie hat sich so deutlich erklärt und so höflich gefragt. Na dann, viel Glück. Mach es für alle! Ich bekomme aber zwei, ne? Das wird nie losgehen. Nein, ihr zwei? Was haltet ihr denn von dem Thema Vertrauen? Denkt ihr, Vertrauen ist gut oder Kontrolle ist besser? Vertrauen? Hier im Internet? Bei allen Fake News, da weiß ich nicht, was man hier alles glauben kann. Da ist Vorsicht angebracht. Das ist viel Spiel am Among Us. Hier wird dein Vertrauen sehr schnell ausgenutzt. Alles klar, danke. Schönen Tag noch. Schaut mal, da hinten ist Keanu. Perfekt, lass ihn mal befragen. Hi Keanu, wir machen gerade eine Befragung zum Thema Vertrauen. Genau, wir möchten gerne wissen, wie du darüber denkst. Na klar, Vertrauen ist total wichtig. Schaut euch mal diese kleine Pflanze an. Es hat lange gedauert, bis sie so groß ist und es wird noch Jahre dauern, bis daraus ein Baum wird. So ist es auch mit dem Vertrauen. Es fängt klein an und muss regelmäßig gepflegt werden. Ironischerweise kann Vertrauen, das über Jahre aufgebaut werden kann, mit einem Schlag zerstört werden. Nein, das würde ich doch niemals tun. Vertrauen ist jemandem die Macht zu geben, dich zu verletzen, doch zu glauben, dass er es nicht tun wird. Danke, Keanu. Das war sehr gut gesprochen. Hey, guck mal, da hinten spielen noch welche Fußball. Lass uns die auch einfach kommen. Ja, gute Idee. Hey, so ein Tor zu schießen steigert doch bestimmt dein Selbstvertrauen, oder? Logisch, Erfolge sind wichtig und dafür bedarf es Mut. Ohne Vertrauen in uns selbst könnten wir nicht das erreichen, was wir eigentlich erreichen können. Vertrauen ist außerdem wichtig fürs Team. Man muss sich auf seine Mannschaft verlassen können, weil wenn man sich im Stich lässt, verliert man. Vertrauen ist die größte Ehre, die man jemandem geben kann. Genau. 1, 2, 3, wir sind ein Team! Juhu!